Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in World of Tanks. Heute fahre ich den japanischen schweren Panzer Typ 95 auf der Map Ratcher. Und ich bewege mich jetzt erstmal Richtung E9 Position. Der allgemeine Schlagabtauschplatz der Heavys auf dieser Karte. Und der Typ 95 ist doch etwas langsam unterwegs. Er ist etwas schwerfällig, aber seine Kanone kann dann doch ordentlich Schaden anrichten. Nur mit der Beweglichkeit hapert es ein bisschen. Und da oben ist ein Panzer 38 NA aufgetaucht. Deutscher leichter Panzer. Und da drüben, das müsste ein Panzer 3J sein, wenn die Minimap mich da nicht täuscht. Und dann ist hier noch ein M10 RBFM, französischer Jagdpanzer. Ein unangenehmer Gegner für mich. Mal, dass ich ihn vielleicht aus dieser Position, so dass er mich nicht treffen kann, ausschalten kann. So klappt das dann auf keinen Fall. Da ist er. Oh, der Schuss ging oben drüber. Und da ist rechts noch ein Valentine AT aufgetaucht. Und wir haben hier alle Mühe, unsere Position zu halten. Und dann habe ich hier meinen ersten Treffer gelandet, in den 38 NA. Aber die Hauptkampfgruppe des Gegners ist hier im Zentrum. Da drüben ist ein T6 Medium. Und getroffen, er ist schön stehen geblieben. Und er fährt sogar auf der... Ah, jetzt ist er leider gerade in den Tarnmodus gegangen. Aber hier sind ja auch noch Gegner dazu. Hat sich gerade ein VK 3001 gesellt zu den Gegnern. Das wird jetzt immer schwieriger, diese Position zu halten. Und der M10, so angeschlagen er ist, seine Kanone ist ja noch einsatzbereit. Aber da wurde er zerstört. Dann versuche ich jetzt mal den... Okay, hat sich erledigt. Der VK 30 wurde ausgeschaltet. Ich glaube, es hat keinen Sinn, da weiter runter zu fahren, denn es sind drei Panzer in unserer, beziehungsweise in der Basis, die da rausgeholt werden müssen. Und jetzt begebe ich mich mit dem Typ 95, der etwas langsam unterwegs ist, Richtung Basis. Vielleicht ist ja noch was zu retten. Verschwunden. Nee, stehen bleiben hat keinen Sinn. Da ist ein T-Bone Heavy. Amerikanischer schwerer Panzer. Da komme ich so nicht durch. Und 4:7 sieht auch nicht gerade rosig aus. Und gespottet wurde wohl auch. Ja, da hat mich der Chihe getroffen. Und gleich nochmal. Oh, und auch nochmal der Panzer 38 NA. Jetzt bleibe ich erstmal hier ein bisschen verdeckt stehen. Da drüben ist der T6 Medium. Noch knappe 48 Sekunden haben wir Zeit, das Capture des Gegners zu unterbinden. Da ist der 38 NA. Der Schuss ging dahinter runter. Keine Chance, der Panzer ist zu schnell. Erstmal im Auge behalten und dann weiter Richtung Basis fahren. Noch 40 Sekunden. Oh,
Und da ist der T6 Medium. Ist aber in Bewegung. Ist er stehen geblieben. Schön getroffen. Aber ich auch gleich wieder vom Chaffee. Und den T6 Medium ausgeschaltet. Und auch diesen T6 Medium getroffen. Jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Aber dafür den T6 Medium nochmal ordentlich getroffen. Wo ich nicht ganz eingezielt war. Und den Chaffee. War eher ein Verzweiflungsschuss. Aber das Base Capture des Gegners erstmal ein bisschen zurückgesetzt. Oh, da ist der T1 Heavy schon wieder. Ich krieg ihn nicht richtig anvisiert. Ja, ich komme da einfach nicht durch. Aber dem Gegner die Basis überlassen, bringt uns auch nicht viel weiter. Da ist noch ein BTR. In den Turm. Ja! Getroffen, aber ich wurde leider auch schon wieder vom Chaffee getroffen. Und wir bleiben noch 138 Strukturpunkte. Ich versuche noch einen Treffer in den BTR zu setzen. Oh, da wurde er zerstört, bevor ich ihn erwischen konnte. Und da ist der Chaffee. Ah, da hätte ich ihn einzielen lassen sollen, aber er wurde zerstört. Und dann haben wir immer noch den T1 Heavy da. Jetzt steht mir der Excelsior ein bisschen im Weg. Aber ich kann da sowieso nicht viel ausrichten gegen den T1 Heavy. Der amerikanische schwere Panzer ist für meine Granaten zu stark gepanzert. Aber der Excelsior hat ihn wohl aus dem Cap vertrieben. Da kommt er wieder. Und jetzt muss ich aufpassen. Immer noch nicht durchgekommen. Obwohl ich die Bodenplatte anvisiert hatte. Jetzt steht er in so einem Winkel. Ich kann höchstens versuchen, die Kette abzuschießen. Das ist mir auch gelungen. Oh, und da ist er zerstört. Und wir sind wieder im Spiel. Wir führen 13:11. Sah vorher nicht so gut aus. Übrig ist noch ein Cruiser 4 und eine T-82 HMC Selbstlarvette des Gegners. Jetzt stelle ich mich erstmal hier oben hin, um wenigstens ein bisschen zu spotten, auch wenn ich jetzt nicht mehr viel ausrichten kann. Und da schießt die Arti blind hier in die Basis rein. Das einzige Mittel, das ihr noch bleibt. Sechs Minuten 25 sind noch übrig. Da drüben ist der Cruiser 4. Aber das sollte der M10 RBFM schaffen. Da hat er es auch geschafft. 14:11. Fehlt noch die T-82 HMC. Und hier ist das Base Capture doch ziemlich lange. Von daher bleibe ich noch etwas im Base Capture drin. Obwohl jetzt hier noch ein zweiter Tank dazugekommen ist. Aber ich werde den Cap verlassen. Ich bevorzuge es, durch Vernichtung des Gegners zu gewinnen und nicht durch Cap. Cap ist wirklich nur im Ausnahmefall ein probates Mittel, wenn der Gegner führt und wir kaum Aussicht auf Gewinn haben. Da drüben ist die T-82. Steht aber für mich unerreichbar hinter dem Hügel. Jetzt fährt er zurück. Ist er wieder? Wo
ist sehr schnell. Jetzt muss ich vorhalten. Nee, das war zu wenig. Und da wurde er zerstört, bevor ich schießen konnte. 15 zu 11. 15 zu 11 auf der Map Ratchet mit dem japanischen schweren Panzer Typ 95. Eine WN8 von 2899, Damage von 808 und einem Kill. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.